Den da oben kann ich ignorieren. Ich will nämlich jetzt erstmal hier lang. Uff, so viel zum Ignorieren. Ah ja, das war lustig. Weil da oben geht es ja da drüben weiter zum nächsten Leuchtfeuer. Hier ist allerdings etwas aufgebrochen, worum wir uns als erstes kümmern müssen. Oh, das finde ich absolut nicht schön, was jetzt kommt. Da sind sie. Die Eisgremlins. Ja, genau die. Ich merke aber gerade, sie kommen nicht hier reingerollt. Sie können allerdings recht viel Blutungsschaden machen. So. Und auch sonst recht garstig sein. Und das Blöde ist, da wo die herkamen, gibt es noch viel, viel mehr. Außer wir schalten sie schnell aus. Und nicht nur, dass sie ein Problem sind, also diese Viecher. Erstmal, sie machen uns instant Schaden, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Zweitens, ihre Rollattacke ist fast schon instant kill. Oh. Oh ja, und jetzt kommt noch die der Hexer Nikolai. Und diese eingeeisten Kerle da oben kennen wir ja auch. So, der Hexer Nikolai ist nicht ganz so heftig, wenn wir ihn in den Nahkampf kriegen. Sagte er und kriegt ständig Holz auf die Nase. Ach, und er heilt sich. Das hatte ich ganz vergessen. Dass sich der Bastard heilen kann. Boah, Mist. Ja, da sind die Seelen jetzt ein bisschen in Gefahr. Okay, die Seelen riskiere ich nicht. Ich versuche jetzt durchzukommen, ohne zu sterben. Das dürfte eigentlich gehen. Ich habe die Seelen eigentlich schon riskiert, aber nicht so, noch nicht so wirklich. Wenn ich nämlich den Ring trage und sterbe, dann bleibt der Seelenhaufen, wo er ist. Der größte Risikofaktor, also der Forlorn, ist ja schon mal weg, zum Glück. Mit den Gegnern hier komme ich recht gut klar eigentlich. Aber ja, schon ziemlich bewiesen. Au.
Ach, der schießt sogar. Okay. Oh je, Mini. Das ist eine böse Kombo, wenn vorne der Schwertkämpfer steht und hinten der Speerkämpfer. Und wenn er auch noch aus der Reichweite springt. Ich bin manchmal echt so ungestüm, ey. Oh, da war ja noch einer um die Ecke. Stimmt. So. Warum können auf einmal jetzt alle schießen? Und warum habe ich keine Ausdauer mehr? Das ist immer so schlecht. So. Dich bin ich los. Gegenstand gibt's nicht. Der ist jetzt auch weg. Jetzt wieder die drei Wauwaus hier tot machen. Einer ist weg. Oh, der war zu weit weg, um vollen Schaden zu machen. Der betrügt. So, dass der mir nicht in den Rücken fällt. Und dass der mir nicht in den Rücken fällt. Kann ich den anlocken? Nein, der wackelt da hinten rum. Den kann ich anlocken. Mehr oder weniger. Ey, bleib mal entspannt, Junge. Ich finde das immer so gruselig, wenn ich so weiß werde, weil ich mich ständig im Schnee rumroll. So, ausweichen. Dich vor, hinter mir zu haben, finde ich nicht so toll. Shitty ist auch nicht so toll. So, Backstab, das ist gut. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist der Typ am Brunnen. Steh mal auf.
So. Hier kannst du mich nicht treffen. Hier musst du um die Ecke kommen. Oder ich komme einfach zu dir rüber und piekst dich mal. Ja, du bist einer mit dem Schwert. Schwerter sind lästig. So, locken wir es dich mal aus der Reserve. Dein Kumpel will auch gleich mitspielen. Au. Ja, ich weiß, dass ihr zwei eine Dumm-Kombo seid. Kannst du mal das Shit oben halten? Danke. So, jetzt zu dir. So ein gelbes Kraut. Weg mit dir. Und dann wollen wir wieder hier runter. Nachdem wir den Aufzug wieder hochgeholt haben, natürlich. Können wir hier runterfahren und unsere Seelen erstmal wiederholen. Müssen nur vorsichtig sein. Ja. Ey, nicht ausweichen. Nicht schummeln. Naja, zum Glück kommen sie nicht hier rein. Das hätte ich echt ein Problem, aber das Spiel ist so fair. Mich nicht ganz so leicht zu töten. Mit anderen Nahkampfwaffen ist diese Stelle recht garstig. Nein. Oh, blöde Steinsäule. So, ich kann meinen Ring wieder wechseln. Genau, diese Kombo kann tödlich sein. Das Vieh treffen ist auch nicht gerade dienlich.